Herzlich willkommen, meine Freunde, zur letzten Dynamite-Ausgabe vor Fight for the Fallen. Und diese Ausgabe ist wirklich wieder bis zur letzten Minute ausgebuckt. Also nicht eine Minute mehr können wir bucken. Es ist, das komplette Potenzial ist ausgeschöpft. So viel sei schon mal verraten. Und ich muss überlegen, ob wir nicht vielleicht die Show Dynamite um 30 Minuten verlängern. Einfach nur, damit ich mehr Platz habe, mich auszuleben. Das Problem ist aber, ob ich 30 Minuten extra füllen kann, jedes Mal. Das ist ein bisschen schwierig. Unser Kader wächst natürlich immer weiter an und er wird natürlich größer, es kommen neue Wrestler hinzu. Manche Wrestler gehen dann halt auch wieder, das ist so ein Hin und Her. Wir haben ein gutes Niveau, was das Roster angeht. Also ich bin zufrieden mit der Anzahl an Wrestlern, die wir zur Verfügung haben. Aber ich kann nicht jeden so einsetzen, wie ich will. Und ich musste auch einige Segmente bzw. Matches etwas kürzen. Das waren nämlich alles Sachen, die in die Hauptshow müssen. Dieses Match allerdings kann in die Pre-Show. Und das hier haben wir auch in die Pre-Show gesetzt. Das war auch so gedacht. ACH. Viele werden ihn kennen unter seinem WWE-Namen, der mir gerade nicht einfällt. Es gab ja da dieses komische Hin und Her mit ihm wegen Rassismus und weil sein T-Shirt-Design war ihm rassistisch aufgefallen oder irgendwas. Keine Ahnung, er hat einen mega Film geschoben da und ist jetzt auch nicht mehr bei WWE. Ich weiß auch nicht, wie er bei WWE hieß, aber wenn ich den Namen wüsste, würdet ihr ihn kennen. Können wir da drauf gehen? Ne, leider nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie er heißt. Miles, irgendwas mit Miles. Ah, Miles. Jordan Miles. Hieß er Jordan Miles? Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass er Jordan Miles hieß. Als ACH ist er mir auf jeden Fall bekannter gewesen. Und dritter, ich glaube, er hat sogar seine Wrestling-Karriere beendet wegen diesem T-Shirt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ziemlich irre Geschichte. Auf jeden Fall trifft ACH in der Pre-Show auf Scorpio Sky und die legen ein richtig, richtig gutes Match hin. Ich wollte ihn bei Dark eigentlich haben, ACH. Also das wäre eigentlich ein Dark-Match. Und dann dachte ich, okay, ich habe eigentlich zu viele Leute gebookt, zu viele Local Talents für Dark, weil da können wir nicht so viel überziehen. Und Dark war schon voll und dann dachte ich, ey, ACH hat das größte Potenzial. Warum nicht bei Dynamite einsetzen und dann in die Pre-Show stecken? Und das war eine gute Entscheidung, denn ein 51er Rating ist absolut Dynamite würdig. Es wäre sogar Opener würdig gewesen. Allerdings, ich habe ja schon gesagt, unsere Zeit ist sehr knapp bemessen. Und Scorpio Sky darf sich hier nach dem Blackout auf jeden Fall den Sieg holen. 54er In-Ring-Performance von Sky. ACH mit einer 49, das ist richtig stark. Und der ist nur Local Talent, also, ne? Deswegen sehr, sehr schönes Pre-Show-Match. In der Hauptshow wäre das wahrscheinlich sogar nicht so gut angekommen, weil ACH unimportant ist. Also für das Publikum komplett unwichtig. So jemanden wollen sie nicht in der Hauptshow sehen. In der Pre-Show geht das aber. Und deswegen komplett geiles Match für die Pre-Show. Und wir starten jetzt in die Hauptveranstaltung. Und da starten wir auch mit einem 51er-Match. Ich bin mega zufrieden. Jetzt schon, wenn ich das Rating sehe, wir haben nämlich ein Debüt. Und zwar das Debüt von Brian Pillman Jr., der offiziell zum Kader von All Elite Wrestling gehört mit dem heutigen Tag. Also es war ja gewünscht, dass ich Brian Pillman vielleicht verpflichte. Das war auch gar nicht so einfach, denn der gute Brian Pillman hatte zwei andere Verträge bei anderen Ligen. Und da musste ich ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Allerdings war das jetzt nichts wirtschaftlich Unvertretbares, dass ich ihn verpflichtet habe. Und er tritt hier zusammen mit Joey Janela an in einem Tag-Team-Match und als Namen haben sie sich für Weapons of Anarchy entschieden. Also Joey Janela und Brian Pillman treten ab sofort als Tag-Team auf unter dem Namen Weapons of Anarchy. Dann haben wir die Dudley Brothers, die Dark Order, allerdings mit der B-Mannschaft, würde man beim Fußball sagen. Also Alex Reynolds und John Silver treten für die Dark Order an. Und was auch noch dazu kommt, der Gun Club zum allerletzten Mal mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, denn wir wissen, bei Fight for the Fallen, und das ist die nächste Veranstaltung, trifft Billy Gunn auf DDP und das ist das letzte Match der beiden. Denn sowohl Billy Gunn als auch DDP werden ihre In-Ring-Karriere beenden. Ich weiß nicht, wie viele Matches Billy Gunn noch machen kann, bevor das
Ultimatum abläuft. Also man hat immer noch so ein paar Wochen Zeit, ihn dann noch zu booken und sowas. Und danach beenden sie ihre Karriere. Und ja, DDP gegen Billy Gunn soll eigentlich das letzte Match sein. Deswegen ist das der letzte Auftritt des Gunn Clubs. Außer ich kann Billy Gunn irgendwie nochmal überzeugen. Bis jetzt interessiert es ihn überhaupt nicht, was ich sage. Deswegen glaube ich, dass Billy Gunn nach dem DDP-Match auch in In-Ring-Rente geht. Hinter den Kulissen bleiben uns beide erhalten als Road Agents. Das ist auch gut so, denn ich kann nicht ständig Road Agents verlieren. Das wäre natürlich richtig blöd. Und wir sehen hier, Weapons of Anarchy setzen sich durch. Also Brian Pillman direkt mit einem Debütsieg und Joey Janela holt sich natürlich auch den Sieg. Nach 11 Minuten 18 pinnt Joey Janela Alex Reynolds nach der Neckbreaker Powerbomb Combination. Das ist nämlich der Finisher. Allerdings sehen wir hier ein Eingreifen von Sonny Kiss. Sonny Kiss hat nämlich vorher Alex Reynolds am Bein festgehalten, so dass dieser Finisher überhaupt zustande gekommen ist. Und durch das Eingreifen von Sonny Kiss gewinnen Joey Janela und Brian Pillman hier im Fatal 4-Way Tag Team Match und dem Opener. So, jetzt gehen wir mal auf die In-Ring-Performance ein. Die gefällt mir nämlich sehr gut von Brian Pillman. Der ist nämlich eine 58. Das ist absolut bombastisch, wie ich finde. Joey Janela eine 49. Da muss ein bisschen mehr kommen, aber weit weg ist er nicht mehr von Brian Pillman. Terrell Dudley mit einer 39. Terrence Dudley mit einer 40. Ist so ganz hart an der Grenze, um in die Hauptshows zu kommen. John Silver 38, Alex Reynolds 39, ist auch knapp unter der Grenze. Billy Gunn zeigt uns mit 66 die beste Performance. Austin Gunn hat eine 41, das reicht so gerade. Brian Pillman debütiert mit seinem Oldschool-Face-Gimmick und das hat ein Initial-Rating von Very Good, also es kommt sehr gut an. Joey Janela und Terrell Dudley waren nicht gut drauf, also Joey Janelas Performance könnte sogar noch ein bisschen besser sein. Was sehr gut ist. Und die Dudley Boys funktionieren gut miteinander. Was mich freut, wir bekommen kein Penalty für Brian Pillman und Joey Janela. Das heißt, sie stoßen sich nicht ab. Es kann ja auch sein, dass sie nicht gut als Team funktionieren. Diese Warnung haben wir nicht bekommen. Und die Weapons of Anarchy sind durchgeladen, würde ich mal sagen. Schöner Sieg, schöner Opener. Der Gunn Club leider nicht erfolgreich im letzten Match. Aber wen juckt's? Brian Pillman ist in the house. Brian Pillman Jr. wohlgemerkt. Ich bin sehr zufrieden. Wie sieht's bei euch aus? Gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich auf Brian Pillman und was wir hier in der Zukunft mit ihm anstellen können. Aber wir sind noch gar nicht fertig. Wir gucken hier nochmal. Oh, wir haben leider die Scripts vergessen. Ist nicht so schlimm. Ein 48er Rating für dieses Segment. Denn wir haben hier Janela, Pillman und Sonny Kiss. Und die verkünden, dass in Zukunft mit Weapons of Anarchy zu rechnen ist. Und das bedeutet eigentlich nur, dass Joey Janela und Brian Pillman nicht einfach nur ein Tag-Team ist, sondern dass wir ein neues Stable haben mit Weapons of Anarchy. Und Sonny Kiss gehört auch zu diesem Stable dazu. Eine interessante Mischung, wie ich finde. Und ich glaube, dass Weapons of Anarchy auch ganz gut passt zu den Charakteren. Zu Joey Janela, der ist ein bisschen durchgeknallt. Brian Pillman, wenn er nach dem Vater kommt, auch. Und Sonny Kiss auch ein bisschen verrückt. Also das passt alles ganz gut zusammen, wie ich finde. Deswegen habe ich sie in ein Stable gesteckt. Ja, Joey Janela profitiert hier von seinem Gimmick. Und Pillman und Janela strugglen ein bisschen, weil es ohne Script abläuft, das Ganze. Okay, aber hätte auch klappen können. Hätte auch klappen können. Sonny Kiss hat da nicht so Probleme. 48er Rating ist in Ordnung und ich würde sagen, der Start der Show ist doch schon mal geglückt. Direkt mal mit einem Debüt. Wir springen weiter in das nächste Segment und das ist schon ein bisschen besser. Und da haben wir MJF, der zu Matt Stryker geht und sagt, dass er langsam die Schnauze voll hat, denn anscheinend hat er wieder irgendwas gesagt zu Beginn der Show gegen MJF und er sagt, du meinst auch, du fühlst dich richtig gut mit deinem scheiß Headset, aber ich mach dir einen Vorschlag. Da du es im Ring nicht mehr bringst oder nicht die Eier hast, nochmal in den Ring zu steigen, geh in den Backstage-Bereich, such dir irgendeinen Wrestler aus, versuch ihn zu überreden und schick ihn in den Ring gegen mich heute Abend. Das ist eine einmalige Gelegenheit, die ich dir biete. Und du kannst dir egal wen aussuchen, der in deinem Namen gegen mich antritt heute Abend, dass das hier ein für alle Mal erledigt ist. Schick jemanden in den Ring, gib dir Mühe,
Du kannst jeden überreden, egal ob du einen Cody Rhodes suchst. Ja, rede mit Cody Rhodes, rede mit, keine Ahnung, Brandon Cutler, QT Marshall, Michael Nakazawa. Schick sie von mir aus alle in ein Handicap-Match gegen mich. Ich nehme das sogar an. Such jemanden, den du überreden kannst, der für dich in den Ring steigt. Denn das ist auch nicht so leicht. Ich glaube, du bist nicht besonders angesehen im Backstage-Bereich mit deiner großen Fresse. Und deswegen wird es relativ schwer für dich. Aber ey, diese Gelegenheit solltest du dir nicht entgehen lassen. Und danach geht MJF zurück in den Backstage-Bereich. Also eine einmalige Gelegenheit hier für Matt Stryker, jemanden aus dem Backstage-Bereich, aus dem Locker-Room zu picken. Egal wen, hat er gesagt, egal wen. Und gegen MJF heute Abend noch in den Ring zu schicken. Das ist auf jeden Fall ein nettes Angebot. Warum nicht? Also Matt Stryker sollte das vielleicht sogar annehmen. Wir gehen ins nächste Match. Und das ist ein gutes Match. 54er Rating, das gefällt mir schon mal. Lance Archer trifft auf Frankie Kazarian. Und nach 11 Minuten 18 macht Lance Archer hier kurzen Prozess. Er besiegt ihn mit dem Texas Tornado und holt sich den Sieg. 57er Performance von Archer, 53 von Kazarian. Ist absolut in Ordnung, ist ein gutes Match gewesen, das freut mich. Lance Archer und Frankie Kazarian haben eine gute Chemie miteinander, was natürlich nochmal das Match ein bisschen anhebt. Und Lance Archer wird durch sein Gimmick besser. Das ist super schön. Gute Reaktion im Publikum, gutes Wrestling. Lance Archer erfolgreich, wird auch mal Zeit, dass er wieder einen Sieg einfährt. Jake Roberts wird es auch freuen. Sehen wir gar nicht, dass er hier gut performt hat am Ring. Hatte heute wohl nicht den allerbesten Tag, Roberts. Aber egal. 54er Rating, gutes Match von Lance Archer. Und das war's noch nicht. Denn wir haben hier noch ein Segment. Und zwar sehen wir hier Lance Archer und Jake the Snake Roberts. Und Lance Archer will nach dem Match nachsetzen. Also er will einen Beatdown gegen Frankie Kazarian hier abziehen und ihn fertig machen. Allerdings ist der Rest von SCU sehr schnell beim Ring. Also Christopher Daniels und Scorpio Sky, die den Safe machen für Kazarian. Und Lance Archer und Jake Roberts, sie haben noch nicht angefangen auf Kazarian einzuschlagen. Also es ist noch nichts passiert, aber man hat gesehen, es soll gleich passieren. Und Lance Archer hebt die Hände, genauso wie Jake Roberts. Und beide gehen aus dem Ring und gehen in den Backstage-Bereich. Hier haben SCU gute Arbeit geleistet und ihren Freund Kazarian geschützt. Das Ganze ist ein 56er-Segment. Christopher Daniels improvisiert hier sogar gut, also sagt auch noch irgendwas, dass sie hier nicht irgendwelchen Scheiß abziehen sollen. Okay, ist eine Niederlage für SCU gewesen, das Match, aber dafür hat Scorpio Sky in der Pre-Show gewonnen. Von daher hier der Safe. Moralische Sieger sind hier auf jeden Fall SCU. Dann geht es weiter, ein Segment mit Matt Stryker und eine 62, was ich richtig gut finde, damit habe ich nicht gerechnet. Und wir sehen hier Matt Stryker am Telefon. Ja, offensichtlich telefoniert er da gerade mit jemandem und fragt am Telefon, wie schnell kannst du hier sein? Und antwortet dann noch, ich verlasse mich drauf. Das heißt, anscheinend hat Matt Stryker jemanden am Telefon, der vielleicht für ihn antreten will. Und wir dürfen gespannt sein, um wen es sich handelt. Vielleicht ist es auch jemand, der gerade nicht im Lockerroom ist, aber den er gerne hätte oder mit dem er sich versteht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein verdächtiges Telefonat von Matt Stryker mit einem sehr, sehr guten Rating. Das ist halt so bei Kommentatoren, wenn man auf Entertainment geht, die sind halt gut am Mikrofon und deswegen wahrscheinlich auch ein gutes Rating. Wir machen weiter mit dem nächsten Match und hier haben wir Hikaru Shida gegen Big Swall. Das Match ist schon mal sehr gut mit einer 55 und Hikaru Shida mit einer 58er In-Ring-Performance, Big Swall 49 und Hikaru Shida besiegt Big Swall nach dem Falcon Arrow, nachdem das Eingreifen von Awesome Kong in die Hose gegangen ist. Awesome Kong wollte nämlich Hikaru Shida schlagen, trifft aber Big Swall, daraufhin der Falcon Arrow und der Sieg von Shida. Sie profitiert hier vom Eingreifen von Awesome Kong. Das ist ein Missgeschick, würde ich mal behaupten. Ein Missgeschick von Awesome Kong, der hier dafür sorgt, dass Hikaru Shida Big Swall schlägt. Shida mit einer richtig guten Leistung, richtig gutes Match, absolut zufrieden damit. Absolut. Weiter geht es mit dem nächsten Match
61er Match und hier geht es, ein Match und Match, ne? Quatsch Match, es ist ein Segment, ein 61er Segment von Darby Allin und da geht es um Sting und dass Sting Teil dieses Segmentes ist, obwohl er eigentlich nicht Teil dieses Segmentes ist, hilft Darby Allin dadurch, also der Mentor Sting leistet hier ganze Arbeit, das ist sehr gut, deswegen auch ein sehr starkes Rating und Darby Allin kündigt Vergeltung gegen Taz an. Für deine Sünde musst du Buße tun und zwar geht es darum, dass Taz ja gestanden hat, dass es auf seinen Mist gewachsen ist, dass Brian Cage Sting nur angegriffen hat, weil er es befohlen hat oder angeordnet, befohlen hört sich ein bisschen blöd an, er hat es angeordnet und deswegen ist Darby Allin hier sauer und kündigt an, dass das in Zukunft noch Ärger geben wird. Für Taz. Schönes Segment, bin ich auf jeden Fall mit zufrieden. Sting ist ja immer noch out of action, also immer noch am Nacken verletzt. Aber Darby Allin ist halt da und er hat langsam die Schnauze voll. Er ist lange nicht im Ring gewesen. Das letzte Match war tatsächlich bei Fyter Fest. Und das ist jetzt einen knappen Monat her, also bei Fight for the Fallen ist es ein Monat her, dass Darby Allin im Ring stand. Denn er hat keine Motivation, ohne Sting in den Ring zu steigen. Sein Mentor ist verletzt und das macht ihm natürlich auch zu schaffen. Aber jetzt kündigt er an, quasi er teast so ein bisschen sein Comeback an, kann man sagen. Und wir springen ins nächste Segment und da ist Jon Moxley mit einer 60, also auch ein starkes Segment. Das könnte eine verdammt gute Show werden, wenn es so weitergeht. Jon Moxley ist im Ring und er hat Bock. Man sieht es ihm an, er hat richtig Bock und Jon Moxley, er sagt, er will sich vorbereiten. Er hat lange kein Match gehabt, eben auch bei Fyter Fest das letzte Match. Und Brian Cage ist ein schöner Brocken, auf den er sich bei Fight for the Fallen auch auf jeden Fall freut. Aber er will sich vorbereiten, er braucht nochmal ein Match. Und irgendjemand Freiwilliges soll heute rauskommen, am besten jetzt sofort und gegen ihn antreten. Und er reizt das Ganze nochmal an, denn es wird natürlich kein Titelmatch sein. Aber er sagt, wenn derjenige, der jetzt rauskommt, mich besiegt und ich bleibe Champion oder auch wenn ich den Titel verliere, können wir davon ausgehen, dass wir schon einen Nummer 1 Herausforderer haben, weil er den Champion besiegt hat. Und es dauert gar nicht lange und dann kommt Jimmy Havoc raus und er kommt mit einer Mülltonne voller Utensilien raus und da drin sind, keine Ahnung, Backbleche und Kendo-Sticks, ein Stuhl hat er auch noch mit dabei. Er sagt ja die ganze Zeit, er will Hardcore. Er will jemanden, der rauskommt und sich mit ihm prügelt. Und diesmal ist es andersrum und diesmal kommt Jimmy Havoc raus. Und das zeigt wirklich Cojones, denn er fordert ja die ganze Zeit, er reizt, sagen wir nicht erfordert, aber er reizt den Backstage-Bereich mit seinem Gelaber, dass er der einzige Hardcore-Wrestler ist. Und jetzt beweist er Cojones und kommt raus, als Jon Moxley eine Herausforderung ausspricht. Und dadurch, dass er so viele Sachen mitbringt, freuen wir uns auf das nächste Match, denn das ist Moxley gegen Jimmy Havoc in einem Hardcore-Match. Denn Jimmy Havoc hat ja schon alles mitgebracht und wir starten rein und haben ein unglaublich gutes 69er Match von Moxley gegen Havoc in einem Hardcore-Match. Moxley setzt sich durch, großartiges Wrestling, großartige Reaktionen im Publikum, Moxley besiegt Jimmy Havoc. Nach dem Death Rider, also den Paradigm Shift, nach 10,5 Minuten, Moxley eine 73, Jimmy Havoc seine 67, überragend, absolut überragend und das ist das stärkste Match, was wir bis jetzt, glaube ich, bei All Elite Wrestling hatten, 69, bei 70 wird es noch ein bisschen grüner, die Zahl, also das haben wir noch nicht geschafft, aber ein 69 ist überragend, das ist eine überragende Show bis jetzt. Moxley setzt sich durch, Havoc muss die Niederlage einstecken. Hardcore-Match, toi toi toi, niemand hat sich verletzt, da bin ich sehr sehr froh. Denn ein Hardcore-Match ist nicht ohne, so kurz vorm Pay-Per-View, ist natürlich auch Risiko. Aber es hat sich gelohnt, würde ich sagen. Es hat sich gelohnt und natürlich ist dieses Match so gut, eben weil es ein Hardcore-Match ist. Wären die in einem normalen Match aufeinander getroffen, wäre das mit Sicherheit keine 69, aber die Hardcore-Werte von Havoc und Moxley sind über 80 oder genau 80, auf jeden Fall in einem extrem hohen Bereich und deswegen haben wir dieses Match hier bekommen. Geil und mehr bleibt mir nicht zu sagen, einfach nur geil. Wir machen weiter mit einem 65er-Segment und da haben wir
Luke Gallows und Carl Anderson, also die Good Brothers. Und sie sagen, Jericho hat recht, der Inner Circle ist Bullshit. Und sie sagen, das stimmt natürlich nicht ganz, ich muss das kurz nochmal Revue passieren lassen. Jericho hat nur gesagt, er ist unzufrieden mit den letzten Ergebnissen des Inner Circle, also mit den ganzen Niederlagen, was sich vor allem auf Dustin Rhodes bezogen hat. Aber wir müssen auch darauf achten, ja, das Match ging verloren, der letzte Main Event, weil Santana gepinnt wurde, nicht einer der beiden. Und deswegen geben sie hier dem Inner Circle die Schuld. Aber sie sagen auch, Young Bucks, ihr habt unsere Aufmerksamkeit und Fight for the Fallen kann kommen. Und damit dürfte klar sein, was uns für ein Match bevorsteht, nämlich die Young Bucks gegen die Good Brothers. Es wird also doch stattfinden, obwohl die Good Brothers keinen Bock hatten auf die Young Bucks. Jetzt nach dem Match aber haben sie die Schnauze voll und ja, ihr habt unsere Aufmerksamkeit. Das muss nicht unbedingt gut sein. Klasse Segment, muss man sagen. 65er Segment von den Good Brothers, die hier alleine performen, denn alle anderen sind offscreen. Es geht halt ein bisschen um Jericho und um Nick und Matt Jackson. Völlig gutes Segment, absolut top. Bin ich mega zufrieden mit. Und wir gehen weiter und haben ein weiteres Tag Team Match hier. Und zwar die Lucha Brothers gegen die Best Friends. Und die Lucha Brothers besiegen die Best Friends. Rey Fénix pinnt Chuck Taylor nach dem Spanish Fly. Und damit holen sich die Lucha Brothers einen wichtigen Sieg gegen die Best Friends. 58er Rating. Ja, wenn man jetzt verwöhnt wäre, würde man sagen, nicht so gut. Aber so oft haben wir kein 69er Rating. Deswegen ist das schon in Ordnung. Vor allem, da Trent und Chuck nur eine 41er In-Ring-Performance haben. Das ist nicht besonders stark. Deswegen bin ich mit dem mit der 58 auf jeden Fall zufrieden. Pentagon eine 71 und Rey Fénix eine 64. Jetzt wissen wir auch, warum das Rating so gut war. Chuck Taylor war nicht gut drauf. Rey Fénix wird besser durch sein Gimmick. Deswegen alles gut. Alles tutti, schöner Sieg für die Lucha Brothers. Und ja, wir haben wieder mal ein Segment und sehen Matt Stryker mit einer 58 diesmal, nicht ganz so stark, aber trotzdem noch gut. Und Matt Stryker verschließt die Umkleidekabine von MJF und Wardlow und sperrt somit Wardlow ein. Denn MJF hat sich kurz davor auf den Weg gemacht zum Ring, denn das Match steht jetzt an gegen Mr. Unbekannt, den Matt Stryker da angerufen hat, der jetzt bereit für das Match ist. Und damit Wardlow nicht eingreift, sperrt hinter dem Rücken von MJF Matt Stryker einfach mal die Kabine ab. Gar nicht so blöd, der Move. Und danach macht er sich natürlich wieder schnell ans Kommentatorenpult. Und jetzt sehen wir, wer der Unbekannte war, den Matt Stryker da angerufen hat. Denn im nächsten Match geht es MJF gegen Vampiro. Und das hat natürlich auch eine Geschichte, warum Vampiro hier auftaucht. Denn Vampiro ist ein langjähriger Freund von Matt Stryker und Co-Kommentator gewesen, zusammen mit Matt Stryker natürlich, bei Lucha Underground. Das heißt, die beiden verstehen sich richtig gut und Matt Stryker hat niemanden im Backstage-Bereich, wo ich sagen würde, ja, Best Friend von ihm. Deswegen hat er seine Kontakte einfach spielen lassen und holt Vampiro hier zu All Elite Wrestling. Und Vampiro ist kein fester Bestandteil von All Elite. Das sage ich schon mal vorweg. Er ist jetzt nicht fest angestellt und hat irgendwie einen Written Contract. Aber er ist jetzt erstmal da. Und Vampiro besiegt hier auch MJF. Nach dem Vampiro's Bite brauchte nur 9 Minuten 49 für das Ganze. MJF eine 49er In-Ring-Performance. Vampiro eine 50. Normalerweise wäre das Match auch weiter hinten auf der Card gelandet. Hier ist es jetzt ziemlich weit vorne. Einfach weil das ganze Match eine schöne Story hatte in dieser Ausgabe. Das Segment hat eine 50, beziehungsweise das Match bin ich mit zufrieden. Vampiro debütiert sein Vampir-Gimmick. Das ist awful, also das ist nicht gut. Ja, aber es ist nun mal sein Gimmick, also da brauche ich auch nichts dran rütteln. Ob das nun gut beim Publikum ankommt oder nicht, interessiert nicht. Es ist halt sein Gimmick. Die Announcing-Qualität lifted the match natürlich, weil Matt Stryker sehr, sehr euphorisch das Ganze kommentiert und Vampiro holt sich den Sieg gegen MJF. Und MJF tobt und ist außer sich. Außer sich vor Wut. Außer sich vor Wut auf Wardlow. Das wird ihm hinterher erst klar, dass er eingesperrt wurde. Wir sehen es ja auch hier. Er ist nicht der Manager heute. Er ist einfach gar nicht am Ring.
Matt Stryker hingegen war zumindest am Ring und Taz hat das Ganze kommentiert mit tatkräftiger Unterstützung von Matt Stryker, der immer wieder zum Kommentatorenpult gegangen ist während des Matches. Auf jeden Fall ein großartiger Erfolg hier für Vampiro und ein durchaus gutes Match mit einer 50, habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil er nur noch Occasional Wrestler ist, also Teilzeit-Wrestler. Und auch ein gehobenes Alter und auch nicht mehr ganz so fit. Also seine Werte sind wirklich nicht gut. Und ich hatte eigentlich vor, aus dem ganzen Match ein etwas längeres Match zu machen. Also so 12, 13 Minuten. Allerdings hat mich Cody gewarnt, dass Vampiro da Probleme bekommen könnte. Das heißt, er ist nicht der Fitteste. Trotzdem, schöner Sieg für Vampiro und ein Teilerfolg auf jeden Fall für Matt Stryker in dieser kleinen Mini-Fehde gegen Maxwell Jacob Friedman. Wir machen weiter mit dem nächsten Match und da haben wir Matt Hardy und Kenny Omega gegen Proud and Powerful. Und das Problem ist ja nun mal, dass Adam Page verletzt ist. Ein Titelmatch bei Fight for the Fallen steht auf der Kippe. Ich weiß nicht, ob ich dieses Risiko eingehen möchte und eine langfristige Verletzung von Adam Page riskieren will. Deswegen ist heute nicht Adam Page der Partner, sondern Matt Hardy und die Gegner Proud and Powerful. Natürlich, weil Ortiz Adam Page verletzt hat, gibt es hier das Match. Und mit einer fantastischen Reaktion im Publikum und großartigem Wrestling besiegen Matt Hardy und Kenny Omega Proud and Powerful. Ortiz bekommt den Twist of Fate ab, Matt Hardy macht den Pin. 62er Rating ist extrem stark. Kenny Omega eine 72, Matt Hardy eine 60, Santana 56, Ortiz 53, ist alles in Ordnung. Und die Storyline geht natürlich auch weiter. Schönes Match, guter Sieg, auch wichtig für Matt Hardy, dass er mal wieder hier einen Sieg holt. Oder beziehungsweise, dass er überhaupt mal wieder ein Match hat, der war schon lange nicht mehr da. Sehr schön und bitter für Inner Circle, die heute wirklich nicht gut dastehen. Nicht nur die Niederlage hier von Proud and Powerful, sondern auch von den Good Brothers wurden sie ein bisschen in den Dreck gezogen, muss man einfach sagen. 62er Match, absolut zufrieden und wir springen ins nächste Segment und da haben wir Brian Cage, der bei Taz ist und er sagt, niemand kann sich uns in den Weg stellen, ganz egal, was Darby erzählt. Und er beruhigt Taz hiermit ein bisschen, denn Taz macht sich vielleicht ein bisschen Sorgen, dass er angegriffen wird. Wir wissen, Taz ist eigentlich in der gleichen Situation wie Sting. Er hat Probleme mit dem Nacken, er ist nicht fit für ein Match. Und wenn jetzt Darby Allin ihn angreifen würde, dann wäre Holland in Not. Und Brian Cage sagt, ich stehe an deiner Seite, wir sind ein Team und ich werde mich schützend vor dich werfen, wenn es hart auf hart kommt. Was natürlich eine große Geste von Brian Cage ist und eigentlich zeigt, dass die beiden eine echte Verbindung haben und nicht nur eine Zweckgemeinschaft sind, denn Brian Cage ist bereit für Taz durch die Hölle zu gehen anscheinend. Und wir springen in unser Main Event und das ist Brody Lee gegen den Luchasaurus, also zwei richtige Brocken hier. Normalerweise sollte das sogar über 20 Minuten gehen. Leider musste ich ein bisschen abziehen, weil wir extrem viel zeitfressende Segmente hatten. Und Brody Lee besiegt den Luchasaurus nach 15 Minuten 23 nach der Brody Bomb. Wir sehen hier Luchasaurus, eine 58er Performance, richtig stark. Zu Recht heute im Main Event gegen Brody Lee mit einer 62. Auch er eine sehr starke Leistung, 59er. Gesamtperformance hier im Main Event ist in Ordnung, kann natürlich nicht mithalten wegen dem krassen Hardcore-Match zwischen Moxley und Havoc, was echt extrem gut war und viel besser als ich dachte. Hätte ich das gewusst, hätte ich das in den Main Event gepackt, aber Brody Lee und Luchasaurus zeigen hier auf jeden Fall eine starke Leistung und ich bin sehr gespannt, wie die Show aussieht. Und es ist nicht die beste Show, die wir auf die Beine gestellt haben bis jetzt. Eine 63 ist immer noch überragend gut. Also die beste Show, die wir bis jetzt auf die Beine gestellt haben, war eine Dynamite-Ausgabe mit 65. Ich habe mir aber keine Sorgen gemacht, denn diese Show ist großartig gewesen. Wir haben hier wirklich viele Segmente, sonst müssten wir nicht scrollen. Plus ein Pre-Show-Match, was auch noch sehr gut war. Die Weapons of Anarchy haben debütiert, beziehungsweise das Stable. Brian Pillman Jr. ist da. MJF liefert sich hier eine richtige kleine Mini-Fehde, eine kleine Mini-Storyline innerhalb Dynamites.
Vampiro mit einem Gastauftritt. Das hat, glaube ich, matchtechnisch ein bisschen runtergezogen. Das war mit dem Segment, wo ich leider vergessen habe, die Scripts anzumachen, das schlechteste Segment. Ist aber gar nicht so schlimm. Wir haben viele gute Matches gehabt. Eines war überragend hier, das Hardcore-Match zwischen Moxley und Havoc. Kann ich immer nur erwähnen. Richtig stark. Wir haben einige Sachen in Richtung Fight for the Fallen. Wir finishen jetzt die Show. Werden natürlich gucken, was bei Dark war. Es war nicht die beste Dark-Ausgabe, aber mit 31 eine der stärkeren Ausgaben. Da lohnt es sich auch zu gucken, denn normalerweise wäre ACH gegen Scorpio Sky ein Dark-Match. Und wenn die 51 bei Dark gewesen wären, dann hätte das wahrscheinlich die beste Dark-Ausgabe gebracht. Leider habe ich ein Talent zu viel eigentlich organisiert, deswegen mussten wir da ein bisschen haushalten. Mal kurz gucken, was noch hier hinter den Kulissen ist. Kane verlässt die WWE. Wir haben ihm ja kein Angebot gemacht, als er noch Vertrag hatte. Wir hätten das aber schon machen können. Aber er ist wirklich weg. Sie haben nicht verlängert. Sie haben nicht verlängert. Und ja, er ist unsigned, also unemployed. Er hat keinen Vertrag. Das ist krass. 53, ja, ist ein bisschen überraschend, muss ich sagen, dass sie nicht verlängert hat. Die WWE, Scott Steiner, kündigt seinen In-Ring-Rücktritt an. Er wird natürlich hinter den Kulissen arbeiten, glaube ich, oder? Active Career, ja, ich glaube, hinter den Kulissen bleibt er noch. Bob Holly wird auch nicht weiter wresteln. Aber auch er wird ein neues Kapitel anfangen, das ist in Ordnung. Und ansonsten, Kobayashi wird aufhören. Nee, ist verletzt, Entschuldigung. Hier, Ogawa, Rücktritt. Keine Ahnung, wer das gerade ist, aber ist auch nicht so wichtig. Wir gucken uns kurz NXT an mit einer 45. Das ist nämlich, wenn kein Roman Reigns Teil von NXT ist. Und wir sehen, wer hier bei NXT ist. Alexa Bliss, Nikki Cross haben sie reingeholt. Ja, also da sind schon dicke Namen, aber sie können nicht mithalten. Wenn sie nicht irgendwelche richtig dicken Namen bei NXT einsetzen, dann schaffen sie es nicht, unser Dynamite zu schlagen. Und wir gucken noch kurz bei Dark rein. Das war die Dark-Ausgabe. Orange Cassidy besiegt Moonshine Mantel. Brandi Rhodes setzt sich gegen Miranda Salinas durch. Im besten Match des Abends tatsächlich. Können wir kurz reingucken. Hier ist Salinas und hier ist Brandi Rhodes mit einer 50er Performance. Nicht schlecht, Herr Specht. Dann haben wir Luther gegen Masada. Masada kennt man, wenn man im Deathmatch-Bereich sich ein bisschen auskennt. Also Thumbtack Jack, falls er diese Folge jemals sieht. Das ist der Mann, der quasi das letzte Match gegen Thumbtack Jack damals bestritten hat, weil er sich da die Wirbelsäule gebrochen hat. Nicht Masada, sondern Thumbtack Jack natürlich. Ich glaube, bei einer Hurricane Rana ist es passiert. Ganz schlimme Sache. Zum Glück ist nichts Schlimmeres in Anführungsstrichen passiert. Wobei Wirbelsäule gebrochen ist, glaube ich, auch schlimm genug. Aber Glück im Unglück, dass da, dass er nicht sein Leben lang im Rollstuhl sitzt. Hier Luther gegen Masada. Wir sehen es nicht, aber es war ein Hardcore-Match. Mal wieder ein Hardcore-Match und Luther gewinnt. Luther ist also wieder bei 100%. Und fit für Dark. Er ist eigentlich Mr. Dark, kann man sagen. Ich glaube, er hat eine Statistik von 7-1 oder 8-1 Siegen. Allerdings alle bei Dark. Also von der Statistik her wäre er wahrscheinlich sogar Nummer 1 Herausforderer auf Moxleys Titel. Colt Cabana hat Scott Norton besiegt. Unseren alten Buddy aus der WCW. Hat nur eine 21er Performance hingelegt. Sei es drum, Colt Cabana hat ihn ja besiegt. Ist ja auch absolut der verdiente Sieger. Und im Main Event hatten wir Brooke Adams, die euch vielleicht bekannt ist als Miss Tessmaker. Ich weiß gar nicht, war sie als Miss Tessmaker, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich glaube, es wurde immer Tessmaker gesagt. Bei WWE, Brooke Adams, hat durch den Lockjaw aber gegen Britt Baker verloren. Sie war auch nicht besonders gut, aber schöner Sieg für Britt Baker hier im Main Event von Dark. Wir gucken uns nochmal kurz das hier an.
zwei schöne Nachrichten, denn ich habe Exklusivverträge für Hikaru Shida und Ryo ausgehandelt. Und das ist jetzt endlich auch fix. Sie sind nur noch bei uns, verlassen beide Stardom. Kurz gucken. 1,4 Millionen haben Dynamite gesehen, das ist richtig gut. Und das war auch eine richtig geile Show. Können wir löschen, Ryo und Hikaru Shida sind exklusiv jetzt an uns gebunden. Das ist sehr gut, weil Stardom, wenn die auf Tour gehen, überschneidet sich das wirklich mit jeder Dynamite-Ausgabe und jedem Pay-Per-View von uns. Und es kann nicht sein, dass ich nicht auf Ryo oder Hikaru Shida zurückgreifen kann. Das sind zwei absolute Top-Womans bei uns im Roster. Deswegen musste ich ein bisschen in die Tasche greifen und Exklusivverträge aushandeln. Das ist aber korrekt. Beide haben für übrigens 3 Jahre unterschrieben. Somit gute Nachrichten, was die Vertragslage der beiden Damen angeht. Und wir können uns schon mal mental darauf vorbereiten, in der nächsten Sendung eine richtig geile Großveranstaltung zu haben, nämlich Fight for the Fallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese letzte Dynamite-Ausgabe vor Fight for the Fallen gefallen. Und ich sage Rinjahauen, bis zum nächsten Mal.